Am Beginn der Heiligen Woche wollen wir diese Frage noch einmal an uns heranlassen, die viele Zeitgenossen umtreibt, die man immer wieder in Diskussionen hören kann. Warum und wozu muss dieser Jesus, wenn er denn wirklich der Sohn Gottes ist, wozu das erleiden? Kann Gott nicht, diese Frage stellen wir so oft angesichts von schrecklichen Nachrichten, gibt es nicht einen anderen Weg? Warum kann Gott keinen anderen Weg finden? Er kann doch alles, der allmächtige Gott. Warum ist er in diesem Punkt nicht kreativ, hören wir dann. Diese Frage wird immer wieder variiert. Vielleicht erinnern Sie sich noch, oder einige erinnern sich vielleicht, dass im Jahre 2009 der damalige Vorsitzende der Bischofskonferenz, jetzt Bischof Zollitsch, bei einem Interview in eine, sollen wir sagen, journalistische Falle geraten war, als man ihn gefragt hat, wie das denn sei, warum Gott, also das war genau in dieser Richtung, die ich gerade angedeutet habe, warum muss denn überhaupt jemand für Sünden von anderen sterben? Wieso braucht Gott ein Sündopfer oder einen Sündenbock? Und der Erzbischof antwortete, nein, es geht nicht darum, für die Sünden der Menschen zu sterben, sondern Gott hat sich, Zitat, mit uns Menschen, mit unserem Leid, mit unserem Tod bis zum Letzten solidarisiert. Und der Journalist hakt dann nach, weil er hellhörig geworden war, eine ungewöhnliche Antwort für einen Erzbischof. Sie würden, so der Journalist, es jetzt nicht mehr so formulieren, dass Gott quasi seinen eigenen Sohn hingegeben hat, weil wir Menschen so sündig waren. So würden Sie es nicht mehr formulieren. Und der Erzbischof antwortete, nein. Er hat seinen eigenen Sohn in Solidarität mit uns bis in diese letzte Todesnot hineingelassen, um uns zu zeigen, so viel seid ihr mir wert, ich gehe mit euch, ich bin ganz bei euch in eurer Situation, in jeder Situation. Zitat Ende. Mir geht es jetzt nicht darum hier, das ist billig. Es hat dann auch einige Klarstellungen im entsprechenden Bistumsblatt gegeben, die allerdings so wolkig und dermaßen schaumig aufgeschlagen waren, sodass am Schluss alles dann irgendwie richtig ist. Mir geht es jetzt nicht darum, das wäre billig sozusagen einen Erzbischof, der vor einer laufenden Fernsehkamera etwas sagen muss, vorzuführen. Es ist nur ein Ausdruck, genau wie bei unserer Auskunft mit dem Ende, mit dem Tod und was danach kommt, unserer eigenen Unsicherheit, einer ganz allgemeinen, tiefen Verunsicherung in Bezug auf unseren Glauben. Welchen Sinn hat es, dass Jesus am Kreuz stirbt? Was geschieht? Was geschieht dadurch? Was geschieht dabei? Und letztlich auch die Frage, was machen wir bei der Messe? Wie es das Konzil von Trient noch einmal klarstellt, es geht nicht um das Kreuzesopfer, das da auf dem Altar stattfindet, sondern es geht nicht um eine Wiederholung des einmaligen Geschehens, sondern wir haben Anteil daran. Sakramentalen Anteil an dem, was Jesus am Kreuz erwirkt hat. Aber was ist das dann? Was hat es mit uns zu tun? In welcher Relation, in welcher Beziehung steht es zu uns? Die Frage nach der Sühne, die Frage nach der Stellvertretung. Also Fragen, war der Tod Jesu ein Sühnetod für die Sünden der Menschen? Kann man das dann sozusagen oder kann man das fast nur aus dem alttestamentlichen Kult begreifen? War der Tod Jesu ein Opfertod? In welchem Sinn? Hat Gott diesen Tod nötig gehabt? Wir können vielleicht ein wenig differenzieren. Vom Neuen Testament her sind natürlich die Aussagen des Erzbischofs von damals nicht haltbar. Das Johannesevangelium, Paulus werden ja nicht müde zu sagen, Gott gibt sich in seinem Sohn. Er gibt sich hin bis zum Ende. Was wir allerdings dann auch beobachten können, ist, dass durch die Fragestellung eine Änderung eingetreten ist. Auf diese Änderung komme ich nachher noch einmal in einem anderen Aspekt zu sprechen. Wir nehmen dieses Faktum des Kreuzes, das natürlich auch ein historisches Faktum ist,
und setzen dann voraus, dass Gott das sozusagen minutiös geplant hat. Dann und dann musste er also am Kreuz sterben. Und das ist die Lösung für das Problem der Welt, das besteht. Das ist sozusagen eine Prädestinationslehre schlimmsten Ausmaßes. Wir müssten eher fragen, wie kommt es zum Kreuz? Ist das Kreuz das Ergebnis des Planes Gottes? Oder ist es nicht das Ergebnis dieser Welt, so wie sie ist? Tief in dem Mist und Dreck, in dem sie steckt, bringt sie nicht genau das Kreuz hervor, in dem der rein ist, der Gott ist, der schlechthin Gerechte ist und mehr als das, eben am Kreuz endet. Das ist eine andere Perspektive. Das fragt nicht nach einem allwissenden Masterplan, nach dem alles gesetzmäßig abläuft, sondern es ist die Gesetzmäßigkeit der Sünde dieser Welt, die das Kreuz hervorbringt. Und dann stellt sich die Frage, was macht Gott daraus? Was er daraus macht, ist Ostern. Das ist das Handeln Gottes. Nicht Gott, wenn man so will, bringt Jesus ans Kreuz, sondern wir. Unsere Welt, unsere Strukturen und nicht nur unsere Strukturen, sondern konkret handelnde Menschen, sündige Menschen, solche, die sich von Gott abwenden, die ihn eben nicht ernst nehmen oder ihn gar abschaffen wollen. Das bringt das Kreuz hervor und das bringt ihn ans Kreuz. Das ist die eine Perspektive. Die andere, auf die hat in einem jetzt erschienenen Interview eigentlich, ich dachte schon, manchmal hilft einem der liebe Gott ja auch ein bisschen, ein Interview, das jetzt erst veröffentlicht wurde in der deutschen Übersetzung von Benedikt XVI., das er im vergangenen Jahr schon gegeben hat, einem spanischen Jesuiten. Und er hat die Übersetzung auch freigegeben. Wo er, wenn wir etwa jetzt im Hinblick auf das Jubiläum nächstes Jahr, oder wir sollen ja nicht vom Jubiläum sprechen, es ist ja auch keins, vom Reformationsgedenken sprechen. Wir müssen schon auch als Katholiken dann klar haben, und wir wollen hoffen, dass die evangelischen Schwestern und Brüder es auch klar bekommen, dass die Perspektive sich doch vollkommen geändert hat. Luther fragt noch, wie der Mensch vor Gott gerecht sein kann. Das ist im Grunde genommen noch eine biblische Perspektive. Heute fragt der Mensch, wie Gott vor dem Menschen gerecht sein kann. Die Perspektive hat sich vollkommen umgedreht. Heute muss sich permanent Gott, wenn man ihn denn ernst nimmt oder überhaupt noch als existent annimmt, vor dem Menschen rechtfertigen. Allein schon das ist unsere Frage. Unsere Fragestellung, die wir eben hatten. Warum muss das geschehen mit dem Kreuz? Warum ist das so? Wie kommt Gott auf eine solche Idee? Warum muss er seinen Sohn hingeben? Auch das, dafür mischen sich ja auch oft Perspektiven. Also wenn Paulus solche Sätze schreibt oder der Evangelist Johannes, sie kannten Sigmund Freud noch nicht. Diese Art zu denken, dass es einen irrsinnig rachsüchtigen Vater gibt, der sozusagen den Sohn ermorden muss, um selber irgendwie für sein Ego oder etwas zu tun, das ist nun wirklich 20. Jahrhundert. Aber wir finden, das ist nur ein krasses Beispiel dafür, wie wir selber unsere Subjektivität, unsere Fragestellung, das, wovon wir geprägt sind, in die biblischen Texte hinein injizieren, wie mit einer Spritze. Und je mehr wir das tun, finden wir plötzlich in den Texten, was wir selber hineingelegt haben, was aber eigentlich da schon gar nicht steht. Das ist eine große Gefahr, vielleicht die größte. Benedikt XVI. Sagt, für den Menschen von heute haben sich die Dinge gegenüber der Zeit Luthers und gegenüber der klassischen Perspektive des christlichen Glaubens in gewisser Hinsicht umgekehrt. Nicht mehr der Mensch glaubt der Rechtfertigung vor Gott zu bedürfen. Er ist der Meinung, dass Gott sich rechtfertigen müsse angesichts alles Schrecklichen in der Welt und angesichts aller Mühsal des Menschseins, das letztlich doch alles auf sein Konto geht.
Ich finde es in dieser Hinsicht bezeichnend, dass ein katholischer Theologe diese Umkehr auch förmlich behauptet. Christus habe nicht für die Sünden der Menschen gelitten, sondern gleichsam die Schuld Gottes abgetragen. Er verrät den Namen leider nicht, ich habe es auch noch nicht rausgekriegt, aber vielleicht weiß es jemand von Ihnen oder wenn es gesendet wird, dann wird uns sicher irgendeiner posten, wer das ist. Auch wenn eine so drastische Umkehrung unseres Glaubens den meisten Christen doch wohl noch fern liegt, so kommt darin doch eine Grundtendenz unseres Zeitalters zum Vorschein. Also sozusagen, Gott hat sich zu rechtfertigen. Und wenn es je eine Schuld gibt, die abgetragen werden muss, die Christus ans Kreuz trägt, dann ist es die Schuld Gottes. Das ist seine eigene. Abgesehen von dieser radikalen Infragestellung der kirchlichen Sicht des Verhaltens von Gott und Mensch, hat der Mensch von heute ganz generell das Bewusstsein, dass Gott nicht den größeren Teil der Menschheit in die Verdammung abgleiten lassen kann. Insofern ist die Heilssorge im alten Sinn weitgehend verschwunden. Also das, was die Alten, was wir auch unten am Kreuz noch stehen haben, auf den Volksmissionskreuzen, rette deine Seele. Mal abgesehen von diesem, dass das jeder für sich tut. Er kommt darauf gleich noch zu sprechen und ich will darauf eingehen, weil das auch mit dem Kreuz zu tun hat, mit der Frage, warum und wozu Jesus am Kreuz stirbt. Wenn wir sagen, er stirbt am Kreuz, um die Menschheit zu erlösen. In jeder Messe hören wir diesen Ruf. Im Zitat Johannes des Täufers, seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Aber warum auf diese Weise? Ich komme nachher nochmal auf Benedikt den 16 zurück, denn natürlich auch, und das ist das, woran der Erzbischof Zollitsch hängen blieb und was ihm ein Problem war, und das ist als Problem richtig erkannt, dass wir heute nicht mehr einfach, und das sagt Papst Benedikt genauso, wir können die Begrifflichkeit eines Anselm von Canterbury mit der Beleidigung Gottes, Gott ist unendlich beleidigt und muss eine Wiedergutmachung haben. Und diese Wiedergutmachung besteht in der Hingabe des Sohnes. Allein die Begrifflichkeiten, die wir jetzt natürlich im Lateinischen anschauen müssten, ja, weil die im Deutschen natürlich auch wieder hinken. Papst Benedikt sagt, die Begrifflichkeit des heiligen Anselm ist uns heute sicher unverständlich geworden. Das war das Grundproblem der Situation dieses Interviews mit Erzbischof Zollitsch. Das muss man gerechterweise sagen. Da hat er ein Unbehagen empfunden, aber sich natürlich ganz missverständlich und auch sehr unglücklich ausgedrückt, bis dahin, dass es im Grunde genommen eine Leugnung eines Glaubenssatzes war. Benedikt der 16. sagt, die Gegenüberstellung des Vaters, der unerbittlich auf der Gerechtigkeit besteht, mit dem Sohn, der dem Vater gehorcht und im Gehorsam die grausame Forderung der Gerechtigkeit aufnimmt, ist nicht nur für heute unverständlich, sondern in sich von dem Verstehen der Dreifaltigkeit her völlig verfehlt. Völlig verfehlt. Vater und Sohn sind eins. Und ihr Wille ist daher von innen her eins. Wenn der Sohn am Ölberg mit dem Willen Gottes ringt, so geht es nicht darum, dass er eine grausame Verfügung Gottes über sich annehmen muss, sondern darum, dass er das Menschsein in den Willen Gottes hinaufzieht. Aus das Verhältnis der beiden Willen von Vater und Sohn kommt er dann nachher noch mal zu sprechen, aber das ist etwas sehr Wichtiges. Vater und Sohn sind eins. Also da guckt ein bisschen Sigmund Freud um die Ecke, in dem, wie wir das heute verstehen und interpretieren. Aber vom Verstehen der Trinität her, der Dreifaltigkeit, kann man da nur zustimmen. Und wer wollte da widersprechen? Dass dieser Ansatz, so Benedikt der 16., vollkommen verfehlt ist. Aber dann, warum überhaupt das Kreuz, die Sühne? Irgendwie ist in den Umkehrungen, so Benedikt weiter, des modernen Denkens, dieses Warum auf eine neue Weise sichtbar. Stellen wir uns die ungeheure schmutzige Masse des Bösen, der Gewalt, der Lüge, des Hasses, der Grausamkeit, des Hochmuts vor, die die ganze Welt verschmutzt und entstellt.
Diese Masse des Bösen kann nicht einfach für inexistent erklärt werden. Ich glaube, das ist ja im Grunde genommen banal, das festzustellen, aber genau das Verhalten ist so. Das ist wie bei Kindern. Ich bin nicht da. Das ist infantil. Das Böse dieser Welt einfach hin zu leugnen. Sollen wir das von Gott verlangen? Es einfach als inexistent zu erklären. Das ist infantil. Das sagt Benedikt nicht, dafür ist er zu vornehm. Ich nehme mehr raus, das zu sagen. Und das kann auch Gott nicht tun. Benedikt wieder, das muss aufgearbeitet, überwunden werden. Israel war davon überzeugt, dass das tägliche Sündopfer und besonders die große Liturgie des Versöhnungstages am Yom Kippur als Gegengewicht gegen die Masse des Bösen in der Welt notwendig waren und dass nur durch diesen Ausgleich die Welt gleichsam erträglich bleiben konnte. Das ist die Überzeugung Israels, der ganze Sinn des Opferkultes und eben auch des Versöhnungstages, der ja für das Verstehen dessen, was, das ist allerdings auch nochmal eine eigene Sache, der Hebräerbrief hebt das ja besonders hervor, was dort in diesem Moment am Allerheiligsten auf dieser Platte der Versöhnung geschieht. Das Gleiche, was am Kreuz geschieht, aber eben noch einmal mehr und universaler. Dass die Welt überhaupt erträglich bleibt. Als die Opferfeiern im Tempel erloschen, musste es sich fragen, was denn nun mit den Übermächten des Bösen ist und was ihnen entgegengestellt werden könne. Wie einigermaßen ein Gegengewicht gefunden werden könne. Die Christen hatten darauf eine Antwort. Die Christen wussten, dass der abgebrochene Tempel durch den auferstandenen Leib des gekreuzigten Herrn ersetzt war. Reißt diesen Tempel ab, ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen, dieses Missverständnis. Es geht nicht um den Tempel des Herodes. Er sprach aber, so sagt der Evangelist, vom Tempel seines Leibes. Die Christen wussten, dass der abgebrochene Tempel durch den auferstandenen Leib des gekreuzigten Herrn ersetzt war und dass in seiner radikalen, unermesslichen Liebe ein Gegengewicht gegen die unermessliche Masse des Bösen geschaffen war. Ja, sie wussten, dass das bisherige Opfer nur Ausgriff nach einem wirklichen Gegengewicht sein konnte. Und sie wussten, dass bei der Übermacht des Bösen nur eine unendliche Liebe, nur eine unendliche Sühne ausreichen konnte. Sie wussten, dass der gekreuzigte und auferstandene Christus die Gegenmacht zur Macht des Bösen ist und die Welt rettet. Man muss sich wirklich nicht nur einen Augenblick, sondern wirklich diese Meditation einmal gönnen, sich die unglaubliche Masse des Bösen vorzustellen. Es reicht damit, wenn wir anfangen zu sammeln, was uns selber begegnet an Bösem. Oder was wir selber manchmal hervorbringen, sofern wir in der Lage sind, das zu sehen. Und dann rechnen wir das hoch, milliardenfach, was es in der Welt ist. An Bösem, an Schmutz, an dieser ungeheuren Masse. Um dann zu sehen, was Christus tut. Was er, nicht nur was er trägt, sondern was er dem entgegensetzt. Von daher, dass er mit seiner unendlichen Liebe die Welt rettet, so Benedikt, von da aus konnten die Christen dann auch den Sinn ihrer eigenen Leiden verstehen, als hineingenommen sein in Christi leidvolle Liebe und Teil der rettenden Macht dieser Liebe. Hineingenommen sein in die leidvolle Liebe Christi, eine leidvolle Liebe. Benedikt wieder, wenn ich vorhin einen Theologen zitiert hatte, der meint, Gott habe für seine Schuld an der Welt leiden müssen, so kommt in dieser Verkehrung der Perspektiven doch Wahrheit zum Vorschein. Gott kann die Masse des Bösen einfach nicht stehen lassen, die durch die Freiheit entstanden ist, die er selbst gegeben hat. Das ist die einzig mögliche Antwort
wenn wir oft schreien und auch uns beklagen. Warum tut er jetzt nichts? Entweder sind wir frei als Geschenk Gottes oder nicht. Und der Preis der Freiheit ist das Böse, ist unsere eigene Bosheit. Dazu sind wir frei. Und leider nutzen wir diese Freiheit zum Schlechten, oft genug. Nur er selbst kann ins Leiden der Welt eintretend die Welt erlösen. Er, der dieser Welt, der den Menschen, jedem Menschen Freiheit gibt, selbst die Freiheit zur Leugnung Gottes, zur Abkehr von Gott, die Freiheit zum Bösen, er kann dem nur abhelfen, indem er selber in die Welt eintritt, um die Welt zu erlösen, um dieser Macht des Bösen, die da entsteht, dieser Masse des Bösen etwas entgegenzusetzen. Der Papst, der natürlich auch immer noch hier in seiner Heimat leider nicht geschätzt wird, aber doch zu Hause ist, wie man bis in die Details sehen kann, er macht auf etwas anderes aufmerksam, und das ist gar nicht sehr weit von uns, das ist auf der anderen Rheinseite, in der Nähe von Bingen und Aibingen, gibt es einen solchen Ort. Er sagt, es gab in Teilen Deutschlands eine sehr bewegende Frömmigkeit, die Not Gottes betrachtete. Das ist ein Wallfahrtsort. Man geht zur Not Gottes. Mir ist da ein erschütterndes Bild vor der Seele, das den leidenden Vater darstellt, der das Leiden des Sohnes inwendig als Vater miterleidet. Und auch das Bild des Gnadenstuhles gehört hierher. Ich weiß nicht, ob das allen etwas sagt, der Gnadenstuhl, das ist eine Darstellung, wenn man so will, der Dreifaltigkeit. Der Vater sitzt und hält das Kreuz vor sich, an dem Christus hängt. Und der Geist Gottes in der Gestalt der Taube dargestellt. Das ist eine sehr, sehr beeindruckende Darstellung. Der Vater hält das Kreuz und den Gekreuzigten, beugt sich liebevoll zu ihm herunter und ist gleichsam auf der anderen Seite mit am Kreuz. Was Barmherzigkeit Gottes ist, Mitleiden Gottes mit dem Menschen, ist da groß und rein empfunden worden. Es geht nicht um grausame Gerechtigkeit, nicht um einen Fanatismus des Vaters, sondern um die Wahrheit und um die Wirklichkeit der Schöpfung, um die wirklich innere Überwindung des Bösen, die nur im Leiden der Liebe letztlich geschehen kann. Ich finde, man kann das nicht besser sagen, auch mit einem solchen Bild. Es ist eine ganz andere Perspektive, die hier eingenommen ist. Etwa in diesem alten Bild der christlichen Spiritualität des Gnadenstuhls. Der Vater ist auf der anderen Seite mit am Kreuz. Er leidet mit dem Menschen, weil er selber in diesem Menschen in die Welt eingetreten ist, um dem, was geschehen ist, etwas entgegenzusetzen. Und die einzige Macht, die hilft, nämlich eine Liebe, die das Leiden auf sich nimmt. Der Papst hat zuvor noch darauf aufmerksam gemacht, weil das auch in dieses Jahr ja hineingehört. Was in diesem Sinn, dass sozusagen nicht nur der Begriff, sondern die Wirklichkeit der Barmherzigkeit das alles zusammenfasst. Und er zieht eine große Linie von Johannes Paul II. Zu Papst Franziskus hin. Es existiert ein Wissen, auch bei dem Zeitgenossen, der so fragt, warum, und der sozusagen von außen diese Fragen noch einmal an diese christlichen Überzeugungen heranträgt, und es lebt in jedem von uns. Es existiert ein Wissen darum, dass wir der Gnade und der Vergebung bedürfen. Das ist ein ganz existenzielles Wissen des Menschen. Und der Papst sagt, also Benedikt, es ist für mich ein Zeichen der Zeit, dass die Idee der Barmherzigkeit Gottes immer beherrschender in den Mittelpunkt rückt.
angefangen von Schwester Faustina, deren Visionen irgendwie doch ganz grundlegend das Gottesbild des Menschen von heute und sein Verlangen nach Gottes Güte darstellen. Johannes Paul II. War von diesem Impuls zutiefst erfüllt, auch wenn das nicht immer ganz offen zutage liegt. Aber er macht darauf aufmerksam, das letzte Buch, das vor seinem Sterben erschienen ist, handelt ganz von der Barmherzigkeit Gottes. Aus seiner Lebenserfahrung heraus, die ihn in früher Stunde mit aller Grausamkeit des Menschen konfrontiert hatte, sagt er, dass die Barmherzigkeit die einzig wirkliche und letzte Gegenkraft gegen die Macht des Bösen sei. Erst da, wo Barmherzigkeit ist, endet die Grausamkeit, endet das Böse, endet die Gewalt. Papst Franziskus steht ganz in dieser Linie. Seine pastorale Erfahrung drückt sich gerade darin aus, dass er uns immerfort von Gottes Barmherzigkeit spricht. Es ist die Barmherzigkeit, die uns zu Gott hinzieht, während die Gerechtigkeit uns vor ihm erschrecken lässt. Dies zeigt nach meinem Dafürhalten, dass unter der Oberfläche der Selbstsicherheit und der Selbstgerechtigkeit des heutigen Menschen sich doch ein tiefes Wissen um seine Verwundung, um seine Unwürdigkeit Gott gegenüber verbirgt. Er wartet auf Barmherzigkeit. Vielleicht können wir das mit in diesen Tage nehmen. Zuerst noch einmal, wir haben ja noch ein bisschen Luft, bevor wir in die 3-Tage-Feier eintreten, bei uns selber dem nachgehen, unseren Verwundungen, unserer Sehnsucht nach Vergebung, nach Gnade, nach Barmherzigkeit, nach, sagen wir es mit dem alten Wort, nach Sühne. Und wenn wir durch diese Tage mitgehen, uns auch zusagen lassen, bis dahin, dass wir es erfahren dürfen, dass diese Sühne geschehen ist und dass Gott immer erkennbar ist, indem, wenn wir auf das Kreuz schauen, wenn wir es neu in den Blick nehmen am Karfreitag, wenn es uns neu gezeigt wird, wenn wir unser Knie beugen vor dem Kreuz, unsere Knie dann beugen vor der Barmherzigkeit Gottes. Dankeschön.